So, wir machen YouTube-Zeichen und dann reiten wir im neuen Stream, Stream 5 in Subnautica, auch los, tatsächlich. Wir haben letztes Mal aufgehört und haben uns ein klicklar kleines U-Boot gebaut, aber bevor wir tatsächlich da hingehen und damit überhaupt anfangen, ich gucke schon wieder auf die falsche Seite, denn da oben ist die Kamera, alles umgestellt, schnappen wir uns erstmal ein bisschen Essen und Wasser, würde ich sagen, denn hier gibt es kein Essen und Wasser, wie ich sehe, das heißt, ich fange mir mal ganz kurz Fische und baue mir mal Wasser. Die Stunde hat geschlagen. Jetzt! Wo die Overwatch Collectors Edition ausgepackt ist. Jetzt kommt er an und ultiert hier, der gute Matze, das Support-Moped. Matze, vielen Dank für die Unterstützung an der Stelle. Mann, ihr seid verrückt heute. Und er schreibt, erster Arbeitstag vorbei, ich bin urlaubsreif, Kappa. RIP Greenscreen, Dan said. Schönen guten Abend an alle Mopeds, les estos. Support-Moped. Ihr könnt ja mal schreiben. Macht mal ein Plus für Greenscreen, Minus für Nicht-Greenscreen. Was gefällt euch besser? Ich meine, mir ist es prinzipiell egal. Das hier ist einfacher, weil ich es nicht ausleuchten muss. Das ist halt tendenziell einfacher aufzustellen. Ob ich das jetzt für immer so lassen werde, keine Ahnung. Wie hat heute ist es geschuldet, dass ich einfach nicht fertig geworden bin und dementsprechend nicht aufstellen konnte. Soll nicht heißen, dass das jetzt immer so bleibt. Wie gesagt, je nachdem, was ihr halt besser findet. Greenscreen! Schon drei für Greenscreen. Noch mehr Greenscreen. Ihr seid ja die Greenscreen-Liebhaber. Kein Greenscreen. Mir egal. Alter Schwede. Ja, jetzt haben wir dann 1, 2, 3, 4 Greenscreens. Da kommen noch mehr Greenscreens. Also im Moment führt der Greenscreen. Minus ist mehr Nostalgie. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Ich nehme mal hier so ein Wässerchen. Schwupp. Und wir bauen uns auch noch mal ein paar Fische zusammen, dass wir auch mal ein bisschen essen können. Achso, warte mal. Wir können aber auch hier mal ganz kurz eben das Medipack nehmen. Dann machen wir uns nämlich voll. Da waren wir nämlich auch nicht voll. Keine Ahnung. Wir hatten letztes Mal irgendwo nämlich noch Schaden gekriegt. Frag mich gar nicht, wo. Du bist noch aktiv? Ja, da sind auch noch Fische drin. Perfekt. Greenscreen, die Welt geht ohne nicht unter. Wie gesagt, mir ist es prinzipiell egal. Wir können ja mal eine Greenscreen-Woche machen und dann keine Greenscreen-Woche und gucken, was passiert. Bluescreen. Ja, das geht nicht. Ich habe blaue Augen. Denn wenn ich jetzt so in die Kamera gucke, solltest du sehen, dass ich blaue Augen habe. Und da würdest du dann einfach nur ein schwarzes Loch sehen in meinem Kopf, in meinen Augenhöhlen, weil die würden dann, glaube ich, ausgekeyt werden. Deswegen ist ein Bluescreen halt nicht ganz so geil. Trägst eine Blue Jeans, bist du nackt. Wer trägt schon grüne Jeans? Das ist, glaube ich, eher die Minderheit. Das ist halt so. Deswegen sind sie halt von Blue irgendwann rübergegangen zu Green, weil Green halt deutlich seltener im Farbspektrum an ist, was du an Klamotten trägst. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dann können wir uns gepökelte Fische noch eben bauen. Dann haben wir nämlich auch wieder was zu essen. Gepökelt. Greenscreen sieht besser moderner aus. Alter Schwede. Ja, prinzipiell ist es halt aufwendiger, weil du halt eine bessere Beleuchtung brauchst, eine ausgeglichenere Beleuchtung. Und was ich jetzt zum Beispiel halt machen kann, was vorher halt nicht ging, nur um da mal ein Beispiel noch zu nennen. Ich werde jetzt nicht instant sterben, falls ich hier hinkomme und nicht über Boxen falle. Ich kann nämlich jetzt einfach auch zum Beispiel sowas machen. Das ging halt vorher überhaupt nicht, weil da hättest du dann halt den Greenscreen nur fizzeln sehen. Und jetzt kann ich halt einfach sagen, man macht's halt so und wenn man ein Horrorspiel spielt, kann ich es auch mal im Dunkeln spielen, was deutlich atmosphärischer wäre als mit Greenscreen. Weil mit Greenscreen bin ich gezwungen, in einer hell erleuchteten Bude zu sitzen, weil sonst kiet das Ding nicht vernünftig aus. Und wie gesagt, das kann man jetzt halt eben tatsächlich prinzipiell machen, wenn mal irgendwas Horrormäßiges ansteht. Genau, dann kann man nämlich The Dark Room spielen und das geht halt mit Greenscreen tatsächlich nicht. Da bist du halt ein bisschen an die Lichtverhältnisse gegeißelt, gerade wenn du halt spannende Spiele spielst. Ja, aber du gruselst dich ja gar nicht. Ja, ich sitze ja auch hier im Flutlichtstadion aus der Hölle. Da kommt dann wenig Spannung bei auf, sorry dafür. Wir essen mal einen Fisch, wir trinken mal ein Wässerchen. So, was wollte ich machen? Ich wollte... Pass mal auf. Wir ziehen uns mal ganz kurz um. Und zwar wollte ich mal den Helm anziehen. Ja, den wollte ich tauschen.
Ja, den wollte ich tauschen, aber ich muss den erst abrüsten, dann kann ich den anrüsten. Und ich wollte mir noch Schwimmflossen bauen, und zwar die Aufladeschwimmflossen. Da brauche ich normale Schwimmflossen, Schwimmladeflossen, Schwimmflossen und Kabelsatz. Also ich brauche Schwimmflossen und einen Kabelsatz. Und die Schwimmflossen an sich brauchten irgendwas mit Gummi. Die Schwimmflossen brauchten Gummi. Da will ich mir nämlich noch einmal herstellen. Silikongummi mal 2. Und Silikongummi brauchte... ich weiß es gar nicht mehr. 2. Also 4 Büschel. Windrankensamenbüschel. 1, 2, 3, 4. Dann können wir daraus nämlich 2 Gummi herstellen. Silikongummi mal 1. Und Silikongummi mal 2. Wie jung auf einmal Markus aussieht. Wie? Ohne Greenscreen sehe ich jünger aus? Wir streamen ab jetzt ohne Greenscreen. Nie wieder Greenscreen. Wenn ich jung aussehe, dann so. Genau. Ich bin wie gute Schokolade, weiß. Das ist halt die gesunde deutsche Kellerbräune. Da kann ich auch nichts dran ändern, glaube ich. Außer Schwimmflossen herzustellen. Und wir brauchen noch einen Kabelsatz. Wessen Idee war der Strawpoll? Ich glaube Robin. Ich habe einfach gesagt, nicht lange fragen, wenn dann machen. Und das hat er jetzt heute einfach mal gemacht. Das Ergebnis müsste er mir dann nachher mal linken. Wer für was gestimmt hat. Wir brauchen noch einen Kabelsatz. Ein Kabelsatz war 2x Kupfer, ne? Kupfer... nee, was braucht er denn? Silbererz mal 2. 2 Silbererz. Aber jetzt muss ich nochmal gucken. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das Richtige nehme. Nicht, dass ich hier das Falsche nehme. Kabelsatz. Nicht der erweiterte Kabelsatz. Ein einfacher Kabelsatz. Wir brauchen einen einfachen Kabelsatz für... 2 Silbererz. Okay, die haben wir eventuell noch irgendwo. 2 Silbererz. Das ist Diamant, Kram und Zeug. Da waren auch noch Fische drin, sehe ich gerade. Kupfererz... Kupferdraht, Magnetit und Zeug und Batterien und Krempel, das brauchen wir auch gerade nicht. Ich bräuchte Silbererz, 2 Stück, dankeschön. Dann können wir nämlich den Kabelsatz bauen. Markus, es steht unentschieden. Alter Schwede. Oh Mann. 22 Votes, 50-50. Also quasi ist es den Leuten prinzipiell egal. Die Hälfte schaltet ab, wenn ich mit Greenscreen streame. Die andere Hälfte schaltet ab, wenn ich ohne streame. Also guckt prinzipiell nie einer zu. Ich guck schon wieder auf die falsche Kamera, Mann. Da ist die Kamera. Ich brauche 2 Kameras, das verwirrt mich. Ja, wie gesagt, mal schauen. Je nachdem, wie ich mit dem Umbau vorwärts komme, wie wir das hingebaut bekommen. Gucken wir mal, gucken wir mal. Ich wusste gar nicht, dass ich Robin heiße. Ja, Spike Robin ist doch der zweite Name gewesen, oder nicht? So, dann machen wir die Schwimmladeflossen. Damit können wir dann nämlich unsere Batterien aufladen. Habe ich, glaube ich, verstanden, dass das so funktioniert. Ergo ziehen wir uns die einmal an. Also ziehen die einmal aus und ziehen die Schwimmladeflossen an, packen die anderen hier rein. Dann können wir die nämlich erstmal wegpacken. Ne, da will ich die nicht hinpacken. Ich will die, glaube ich, hier hinpacken, dass wir zumindest das Equipment alles so gleichzeitig haben. Genau, da haben wir dann noch ein Medipack. Wir haben nur ein Medipack noch auf Halde. Das ist natürlich echt nicht viel. Aber wir hatten hier noch ein paar Fische, ne? Ah, da haben wir noch ein Medipack. Warte mal, dann packen wir das Medipack doch mal da rein. Da sind die Batterien drin. Erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Wir haben letztes Mal relativ viel gebaut. Und ich habe keine Ahnung, wie, wo hier noch was lag. Da sind auch die Fische. Da packen wir mal die Fische rein und Wasser. So, dann haben wir nämlich ein bisschen Wasser, ein bisschen Essen und der Rest sieht gut aus. Und ein bisschen Salz, das kann da hin. So, dann ziehen wir uns hier nochmal ein Wässerchen rein. Passt. Gut, das wäre Schritt 1. Schritt 2. Wir gucken, dass wir unsere Seemotte weiter aufgebaut bekommen. Und zwar gab es ja da Zusatztools. Und da müssen wir mal gucken, dass wir die irgendwie reingebaut bekommen, um mit der Seemotte tiefer tauchen zu können. Fraglich ist, wie das Ganze funktioniert mit unserem Mega-Moped. Wir können ja mal ganz kurz gucken, was wir gebaut haben. Alter Schwede, bin ich langsam. Holy moly, bin ich langsam. Alter Schwede.
Also die Flossen machen anscheinend doch einen ziemlich großen Unterschied, muss ich sagen. Also einen nicht zu verachtenden riesigen Unterschied, denn ich fühle mich gerade wie eine Schnecke. Und ich wollte mal das ausrüsten, ob ich das damit lade. Hier, das haben wir letztes Mal nämlich gebaut. Das ist unser gutes Atom-U-Boot. Das ist Mega-Moped. Das haben wir gebaut. Das ist hier gerade am Wassern. Und ja, wie gesagt, das hatten wir letztes Mal noch fertig gebaut. Noch nicht viel mit erkundet. Das machen wir alles nachher. Aber die Seemotte ist hier auch drin. Und die würde ich gerne erstmal aufpimpen. Und zwar holen wir die dafür nämlich erstmal raus. Und bauen die Seemotte weiter. Und wir brauchen definitiv noch mehr Power Cores für das Moped. Oder einen Power Core Charger. Müssen wir schauen, wie wir das bauen. Denn, ja, die entladen sich halt. Die kann ich, glaube ich, rausnehmen. Die Frage ist auf der anderen Seite eigentlich auch nochmal drei? Zwei, vier, sechs, sind sechs Stück drin. Und die entladen sich nach der Reihe anscheinend. Wobei, das haut auch vorne und hinten nicht hin. Ah, doch, könnte hinhauen. Gut, auf jeden Fall schnappen wir uns mal ganz kurz die Seemotte. Und fahren damit zurück, denn die wollen wir jetzt erstmal noch ein bisschen ausbauen. Denn da kommen wir ja nur 300 Meter tief. Vorsicht, Gegenverkehr! Basti, danke für den Host, mein Lieber. Dankeschön. So, wo ist meine Basis hin? Da. Das ist ja klein. Ja, das ist ein Mini-Atom-U-Boot. Wie gesagt, damit kommen wir schon 500 Meter. Aber wir müssen die Seemotte halt ein bisschen pimpen, dass wir mit der noch tiefer kommen. Denn mit der kommen wir nur 300 Meter. Das heißt, es nützt uns im Moment nichts, weil wir das gar nicht als Sprungplattform sozusagen benutzen können. Das heißt, wir müssen quasi erstmal das U-Boot hier flott bekommen. Das heißt, wir gucken mal, was wir dafür brauchen, modifizieren hier ein bisschen und dann gucken wir mal. Ist das das Zyklopending? Ja. Das ist das Zyklopending. Also das ist hier die Seemotte und das andere, also Moped One und das andere ist der Zyklop. Genau, den hatten wir nämlich auch gebaut. Pimp my Seemotte, Chris. So sieht's aus, das ist der Plan. Und zwar als erstes wollte ich mal gucken, Vorratsmodul, drei Titan. Also drei Titan brauche ich für ein Vorratsmodul. Das würde ich mir ganz gerne mal gucken, ob ich da dran bauen kann. Denn, ich stelle mir das vor wie ein Kofferraum, also oder besser wie ein Handschubfach. Weißt du, im Handschubfach tut man ja immer sinnlose Dinge rein, die man im Leben eigentlich nie braucht. Wie zum Beispiel, weiß ich nicht, was tut ihr so ins Handschubfach? Nichts Sinnvolles. Dann Titan, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Dankeschön, da haben wir Titan. Wie hast du denn das gepimpt? Man kann an diesem Modifikator, an dieser Modifikatorstation, Basti, Mr. Top, sogenannte Zusatzklamotten. Entschuldigung, ich kann mich nur tausendmal entschuldigen mit der Kamera, das ist nur Gewöhnung. Zusatzdinger einbauen. Was? More. So schnell kann ich das gar nicht lesen. Was? Mormoxia hat Geburtstag. Aha. Danke für den Host. Man kann hier Dinger einbauen. Und da habe ich eingebaut den Druckkompensator. Harden the vehicle chassis under high pressures. Und dadurch kann ich 100 Meter tief weiter tauchen. Und wir können noch zwei weitere davon bauen. Und das möchte ich jetzt als nächstes machen, dass wir die upgraden, dass wir tiefer mit der Motte tauchen können. Und ja, wieder drin habe ich noch das Energieeffizienzmodul, die Rumpfverstärkung und den Sonar. Und bauen kannst du die Klamotten, hier, an der Station. Da kannst du die Zusatzmodule bauen. Da baust du halt den Druckkompensator. Du musst halt quasi die Station halt in die Andockbucht bauen und da kannst du dann modifizieren. Das war ein Stichwort! Wie? Momoxia hat Geburtstag. Alter Schwede. Das ist wie mit seinem Matchbox-Auto. Der kommt immer nur und erzählt komische Dinge, anstatt einfach klar zu sagen, ich bin 18 geworden und fahre jetzt Auto. Nee, wie alt ist er denn jetzt? Dann 19 wahrscheinlich, wenn er schon ein Auto fährt. Oder darf man schon mit 17 Auto fahren? Ich weiß es nicht. Herzlichen Glückwunsch, Momoxia, wenn du tatsächlich Geburtstag hast. Alles, alles Gute natürlich von mir und auch von der Community. Macht mal für den lieben Momoxia-Troll ein paar Herzen in den Chat.
Alter Schwede. Wie alt bist du denn geworden? Ja, du fährst Auto. Nicht Matchbox, sondern richtiges. Also musst du wahrscheinlich 19 geworden sein, vermute ich. Vierundzwanzig? Hast du nicht erst einen Führerschein gemacht? Okay, dann doch schon ein bisschen älter. Gratulation, Momox, ja? Ja, die Dinger musst du scannen. Die musst du scannen. Das sind Blueprints. Sowohl den Raum hier, die Andockbucht, als auch das Ding hier musst du scannen. Das ist nicht von Anfang an verfügbar, du musst es halt finden. Und irgendwie sitze ich hier heute komisch und gucke irgendwie komisch in die Kamera. Ich weiß es nicht. Ich muss mich daran gewöhnen. Hat er vorhin geschrieben? Dann habe ich es übersehen, Amy. Sorry, habe ich echt nicht gesehen. Tiny Beanie, das Spiel ist deutsch. Ich modde nix für den Stream, weil die Mods stürzen meistens immer ab. Selbst meine eigenen Mods im Chat, die stürzen ab und sind dann nicht mehr available für die nächsten 24 Stunden. Nee, ist so tatsächlich von Steam runtergeladen, einfach installiert und auf Deutsch gestellt. Es ist nicht alles übersetzt, aber vieles. Von daher ganz offiziell einfach nur Steam runtergeladen. Ich will dieses Vorratsmodul. So, die Frage ist, wie benutze ich das jetzt? Das wäre mal die interessante Frage. Muss ich das da auch einbauen? Nein. Das sieht anders aus. Wie benutze ich das denn? Links ausrüsten. Oder doch, ich muss es da reintun, oder? Warte mal, wir testen das mal. Wir nehmen mal das so nah raus und parken das Vorratsmodul rein. Ja, wir müssen es tatsächlich da reintun. Und dann haben wir jetzt hier eine Kiste, glaube ich, dran. Handschubfach oder so. Ja, hier. Mit Platz. Ja, ich glaube, das ist mir doch deutlich lieber als das Sonar. Das Sonar haben wir ehrlich gesagt selten benutzt und hier haben wir dann massig Platz für Zeug. Sei es jetzt für zusätzliche Batterien oder für ein bisschen Nahrung, Erste-Hilfe-Kästen. Das heißt, wir haben noch ein bisschen im Inventar, was wir mitnehmen können. Das ist mir, glaube ich, deutlich lieber. Machen wir das auf jeden Fall so. Ja, dann können wir da nämlich die ganzen Batterien reinpacken, Pipapops, und sind auf der guten Seite. Ergo, packen wir das so nah weg. Ich nehme mal tatsächlich mal eben einen Fisch und ein Wässerchen. Dann sind wir da auch auf der guten Seite. Und als nächstes gucken wir uns an, ob wir die Härte verbessern können. Er muss hart werden. Die muss hart werden. Die Motte, die Mega One, die Moped One. Ach, was weiß ich. Wie viele Stunden hast du denn mittlerweile? Als ich angefangen habe, Basti, stand im Ladescreen 17 Stunden. Also wir gehen so auf die 18 Stunden zu. Der fünfte Stream heute. Ja, du siehst ja, im Stream spiele ich nicht ganz so konzentriert, weil ich immer mal wieder auf den Chat achte und ein bisschen quatsche. Aber reine Playtime eingeloggt sind jetzt so roundabout 18 Stunden. Iso, Slash, man braucht nicht unbedingt einen Führerschein, um Auto fahren zu können. Nee, das ist richtig. Von können hast du ganz richtig formuliert. Das hat ja nichts mit dem Führerschein zu tun. Viele Leute haben einen Führerschein und können trotzdem kein Auto fahren. Das ändert nichts an der Tatsache. Es geht um das Dürfen. Es geht um das Dürfen. Das können, das lernst du sowieso erst nach dem Führerschein. Denn, keine Ahnung, du kriegst ja zum Beispiel beim Führerschein machen nicht erklärt, wie du mit 200 ein Auto fährst. Das erklärt dir da keiner, weil du da mit 130 über die rechte Autobahnseite tuckerst. Das Fahren lernst du ja später. Achso, nee, hier wollte ich ja gar nicht hin. Pass auf, wir müssen das Ding nämlich mitnehmen. Das müssen wir nämlich an der Modifizierungsstation machen. Und zwar nehmen wir das Modul hier mit. Den Druckkompensator, weil den brauchen wir. Jetzt ist die Ursprungstiefe nämlich wieder 200 Meter und wir basteln dann jetzt dran, dass wir bald ein bisschen tiefer können. Hier ist jeder 18, Kurio. Weißt du doch, jetzt fangt nicht schon wieder an mit eurem Alter. Minimum 18, weil ihr habt geklickt, ihr seid Minimum 18, als ihr den Channel betreten habt. Von daher gehen wir einfach mal davon aus, dass jeder auch 18 ist. Wer das Gegenteil behauptet, schweigt und behauptet lieber gar nichts. Ihr wisst Bescheid, also wie gesagt, Minimum 18. Auch wenn das Spiel jetzt heute mal nicht ab 18 ist, trotzdem steht der Kanal ja ab 18, weil ich ja immer so schlüpfrigen Humor habe, irgendwie, wahrscheinlich. Er muss hart werden. Ja, und da müssen wir nämlich hier auf die Seemonden-Upgrades und den Druckkompensator Stufe 2 bauen. Da brauchen wir Plaststahlbarren mal 2. Das heißt, wir brauchen Minimum 20 Titanit. Ein kristallines Aluminiumoxid und ein Computerchip. Also der Plaststahlbarren ist tatsächlich das, was am meisten kostet.
der Plastahlbarren und der kristalline Aluminiumoxid. Warte mal, das müssten wir ja relativ einfach haben. Das war ja einfach nur ein Moped, ne? Kristallines Aluminiumoxid. Das ist das. Das ist relativ easy cheesy. Also brauchen wir Titanit. Haben wir hier noch irgendwo Titanit? Hier haben wir es nicht. Packen wir das erstmal da rein. Kein Titanit. Kein Titanit. Kein Titanit. Kein Titanit. Also, erste Regel, wir besorgen uns Titanit. Das heißt, wir nehmen gar nichts mit, weil wir gut sind. Verstehst du? Wir nehmen gar nichts mit, weil wir gut sind. Ist auch eine tolle Aussage. Nein, ich meine, wir brauchen kein Essen. Wir fahren einfach nur mal ein bisschen Titanit besorgen. Der Sepp, viel Spaß beim Lurken. Danke fürs Reinschauen. Ja, das Ding brauchen wir nicht. Das heißt, wir können hier einfach mal rein und uns ein bisschen Titanit besorgen. Und das geht, glaube ich, am schnellsten in der Nähe der Aurora. Wenn ich mein Schiff bis dahin nicht schrotte. Denn da liegt, glaube ich, am meisten Gerümpel rum in Form von Rohmaterial. Was wir uns dann einfach nämlich mal mitnehmen und dann einfach mal verarbeiten. Das geht, glaube ich, am schnellsten. Ich finde das mit der neuen Facecam-Einstellung und ohne Greenscreen irgendwie gut. Das ist alles Gewöhnung, Cebulon. Ich habe ja die ersten Monate immer so gestreamt. Und dude, danke für den Host. Das ist alles Gewöhnung. Ja, genauso wie ich jetzt halt gewöhnt bin, dahin zu gucken. Der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Und wenn er was änderst, das ist am ersten Moment ist das abschreckend. Und bis du dich dran gewöhnt hast und dann ist alles geil. Ich lerne auch nicht, dass ich vom eigenen U-Boot überfahren werden kann. Ich lerne es einfach nicht. Ich bin zu dumm dafür. Ich habe natürlich kein Erste-Hilfe-Pack dabei. Naja, geil. Na, geil. Ja, Lutut, vielen Dank für den Host, mein Lieber. Alter Schwede, ey. Ich bin manchmal auch so dumm. Ich bin manchmal echt so dumm. Ah. DS geschädigt? Ja, wir DS müssen wir sowieso schauen. Das habe ich ja im Streamplan gesagt, Freunde. Ich weiß nicht, ob wir den Run in DS fortsetzen können. Für alle, die eventuell mitbekommen haben, es gab jetzt ja den Regulation Patch, den neuen. Und da ist unter anderem Anris Schwert genervt worden. Also die Skalierung von Anris Schwert. Und mein gesamter Bild basiert ja quasi auf dem Glücksblutungsbild, weil ich nichts anderes außer Glückes Skill habe. Und wenn sie das jetzt genervt haben, weiß ich nicht, ob wir den Run fortführen können. Ich habe aber tatsächlich dafür andere Spiele im Auge, die man Sonntag statt Dark Souls spielen kann, die im weitesten Sinne entfernt Souls-like sind. Also das heißt, eventuell ein Tipp dann für die Community, die Souls-ähnliche Spiele mögen, wo nicht unbedingt Souls draufsteht. Dann spielen wir die sonntags, statt jetzt dann irgendwas in Dark Souls, was nicht funktioniert. Ich muss mich halt nochmal einloggen und gucken, wie Andris Schwert performt. Eventuell hat das schon einer von euch gemacht. Wenn ja, schreibt mal in den Chat. Würde mich mal interessieren, ob ihr es getestet habt. Weil ich glaube, die haben tatsächlich die Glücksskalierung ziemlich, ziemlich hart genervt. Und dementsprechend, kann ich hier eigentlich die Batterien auswechseln? Nee, aus dem Moped nicht, ne? Das ist einfach... Den Schweißer kann ich nicht, ja, da kann ich nichts. So, suchen wir mal weiter ein bisschen Scrabby Scrap. Da ist noch weiter Scrabby Scrap. Achso, was ich bestellt habe, der eine oder andere, eventuell, falls ihr heute Atmungsgeräusche oder ein plöppendes Plöpp laut beim Plöppen, Poppen, poppt. Ich habe einen Popschutz bestellt. Und damit meine ich jetzt nicht Billy Boy Kondome, sondern tatsächlich ein Popfilter fürs Mikro. Der kommt aus England, tatsächlich speziell für dieses Mikro, sollte vielleicht Ende der Woche da sein und dann sind auch die Plöpplaute definitiv Geschichte. Ja, das war mir halt wichtig, dass das weg ist. Wie hat die Nebengeräusche, wenn es jetzt irgendwie rumpelt und pumpelt, von auf die Tastatur quälen, dann muss ich mir noch eine Spinne bestellen. Das ging vorher, weil das Mikro an einer anderen Tischplatte montiert war. Mittlerweile ist es auf derselben Tischplatte, wo auch meine Tastatur ist und dementsprechend kann ich die Geräusche nicht gut filtern. Eventuell brauche ich da eine Spinne, aber da höre ich halt nachher mal in die Aufzeichnung rein und gucke mir das Ganze an. Wie hast du das U-Boot farbig bekommen? An der Konsole kannst du die Farben einstellen.
Da gegenüber von dem Ding ist eine Konsole. Also sobald du diese Upgrade-Station gebaut hast, kannst du auch die Farbe und den Namen ändern. Deswegen heißt das Ding ja auch bei mir mittlerweile Moped One. Ja, der Name steht dann ja tatsächlich hier am Rand. Da, Moped One. Also ich habe vor ein paar Tagen mit 99 Glück 30 auf plus 5 habe so etwa 200 Schaden pro Schlag gemacht. Was? Ich habe vor ein paar Tagen mit 99 Glück 30 Stärke 30 Dex auf plus 5 habe so etwas 200 Schaden pro Schlag gemacht. Das... Ja gut, es kommt auf den Gegner an, Yuzuka. Im ersten Moment würde ich sagen, es klingt hart genervt, weil mit den Stats hattest du locker ein Attack-Rating von 400 plus. Das heißt, du hättest nominell 400 pro Schlag machen müssen. Klar, kommt es immer darauf an, auf welchen Gegner, auf welche Resistenzen. Und ja, trotzdem, 200 klingt jetzt ad hoc relativ wenig. Ich werde mal einloggen und gucken, wie viel das Ding jetzt bei mir macht. Es war jetzt ja besser als mein Astoras-Schwert plus 3. Ob das noch so ist, das müssen wir gucken. Warte, ich nehme jetzt mal mein Fisch, mein Wasser. Und habe Inventar voll. Das heißt, wir sind voll. Titanit, ich habe auch nichts, was ich wegschmeißen kann. Ergo sind wir voll. Ja gut, fahren wir zurück. Müssen wir nachher nochmal reingucken. Oder kriege ich das noch rein? Ich opfer zwei Titanit für zwei Titanit. Ach, Blödsinn. Ach, ich kann es ja hier rein tun. Das ist ja... Haha, ich liebe es schon jetzt. Ich liebe es schon jetzt. Ich liebe mein Lagerfach schon jetzt. Sehr gut. Dann können wir nämlich doch noch ein bisschen weitermachen. Der Blutungsschaden ist halt immer noch sehr stark. Ja, das stimmt. Weil der ja vom Glück, oder der Proc ist ja vom Glück abhängig. Das ist richtig, Chris. Aber das Problem ist halt, da bist du dann wieder auf ein ANG-Glücksspiel angewiesen, wenn du kein Sustained Damage machst. Wie gesagt, dann spielst du es vielleicht im Late Game, aber nicht Early On. Und, ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wie gesagt, seid mir nicht böse, wenn wir den Run nicht fortsetzen. Weil, der eine oder andere erinnert sich, wir haben ja damals auch, Strahlung entdeckt. Ich muss weg, weil ich den Strahlenschutzanzug nicht mehr anhabe. Den Dark Souls 2 Keulenrun haben wir ja abgebrochen, weil er mitten im Run genervt wurde. Und, ich brauche nicht irgendwas Optimiertes zeigen, was nicht mehr optimiert ist. Ja, das ist halt am Anfang in DS immer blöde, wenn da halt mit Regulation Patches noch viel geändert wird an den Items. Da hängst du dann halt in der Luft, gerade wenn du am Anfang was zeigen willst. Das ist halt auch ein Grund, warum optimierte Runs zu Beginn immer so ein Thema für sich sind. Meistens kannst du die ja nicht mehr reproduzieren. Das ist halt relativ schade. Es ist hart genervt. Ja, dann ist der Run tot. So. Meinst du an der Andockstation oder an dem kleinen Teil, das man am Anfang anbauen kann? Quasi, was man anbauen kann. Das sieht aus wie so ein Schalterpult. Und da kannst du es anbauen. Und da kannst du dann den Namen ändern. Also einerseits kannst du die Upgrades-Klamotten bauen, andererseits kannst du da den Namen ändern und die Farbe. Ich hatte gerade noch was gelesen, jetzt habe ich es irgendwie verloren. Ich bin nicht hier wegen Spiel. Eigentlich ist es auch okay, wenn du Mario spielst, weil Community ist cool, so wie du. Ich fühle mich hier wohl. Zetsuwa, danke für die lieben Worte. Das ist somit unter das Schönste und Netteste, was du im Streamer halt sagen kannst. Dass ich hier quasi das spielen kann, worauf ich Lust habe und ihr schaut zu, egal was das ist. Klar, bei einem Spiel mal lieber, beim anderen mal nicht so gerne. Aber wert, das freut mich. Wie gesagt, danke für die lieben Worte, Zetsuwa. Das macht mich halt auch in der Spielwahl ein bisschen freier und gerade jetzt im Steam Sale habe ich noch das eine oder andere Spiel geholt. Ich muss sagen, ich bin auf den Geschmack gekommen, was hier so Survival-Spiele angeht. Das heißt, es wird wahrscheinlich in Zukunft das eine oder andere Survival-Spiel kommen. Wer mich halt auf Steam hat, wird ja gesehen haben, was ich gekauft habe. Es waren ja fast nur Survival-Spiele. Die würde ich mir halt alle gerne angucken. Zumal ich hatte ja überlegt, 7 Days to Die auf der PS4 zu spielen. Habe ich mich gegen entschieden und habe mir jetzt im Sale die PC-Version geholt. Einfach aus dem Grund, dass sie jetzt die Early Access-Version auf die Konsole gebracht haben als Final. Das heißt, es ist dieselbe Version, die auf dem PC ist. Die verkaufen sie jetzt auf der PlayStation als Final. Und da habe ich gedacht, nee, das möchte ich nicht unterstützen. Weil das Spiel ist noch Early Access, so sieht es auch auf der PS4 aus. Und dafür gebe ich keine 40 Euro aus, wenn ich das Ganze im Sale für einen 10er auf dem PC bekomme, wo es noch weiterentwickelt wird. Und auf der Konsole weiß keiner, ob es weiterentwickelt wird. Deswegen habe ich mir 7 Days to Die jetzt auf der Konsole, auf dem PC gegönnt.
Und einige andere Survival-Spiele mehr, weil ich muss sagen, die lassen sich recht gut spielen im Stream. Finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich, ziemlich entspannt und chillig und es macht mir echt Spaß. Regardo, hau dich hin. Dein Bein schmerzt immer noch. Ich habe überall Schmerzen, jeder Muskel, von Brust, Oberschenkel, Beine, alles. Ich habe überall Muskelkater. Ich wusste nicht mal, dass ich Muskeln habe. Jetzt weiß ich es wieder. Regardo, mein Lieber, ich werde alles nachher nochmal ordentlich auspacken, hinten in die Regale stellen. Ich sage vielen lieben Dank. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Das war völlig übertrieben. Aber trotzdem vielen lieben Dank dafür, mein Guter. Und komm gut ins Bett und gute Besserung fürs Bein. Eieiei, der Regardo. Ich hoffe, wie gesagt, nur, dass du die Versandkosten nicht selbst tragen musstest. Alter Schwede, das war ja doch ein bisschen teuer. So, wir sind voll. Wir können zurück. Perfekt. Tornado Snake, sei gegrüßt. Mockstar! Komm gut ins Bett, mein Lieber. Gut lurk dir. Wobei, wird eigentlich hier, im Moment ist ja auch Summer Games Done Quick. Wird der gute Mockstar ja wahrscheinlich auch gucken. Der wird ja bestimmt gucken, wie die Speedrunner sein Lieblingsspiel spielen. Hier Apes Odyssey Ultra Quick mit allen Retten. Das wird er sich bestimmt angucken. Achso, warte mal, ich muss dann weiter auspacken. Weil ich habe keine Möglichkeit gefunden, dieses Schweißgerät zu laden. Es hat keine Energie verbaut, also keine Batterien, die ich wechseln kann. Das heißt, wenn es leer wäre, müsste ich es wegschneiden. Deswegen habe ich mir gerade die Flossen gebaut, die Geräte laden. Ihr seht es ja auch, es wird im Moment mehr, dass einfach durch Schwimmen sich das Ding wieder auflädt. Deswegen habe ich das im Moment einfach mal gemacht. Wir haben im Moment auch noch ein Wässerchen, kein Wässerchen. Das heißt, ich muss mir gleich erstmal wieder Wasser besorgen. So, ja, wir machen erstmal Titan. Davon brauchen wir ja zig Dutzende Titan. Titanium. Ja, eben, wenn es halt eben nicht mehr OP ist, dann ist es in dem Sinne kein optimierter Run, dann ist es ein Run wie jeder andere. Und von daher, glaube ich, ist der Run dann eher Geschichte. Ja, sorry dafür. War am Anfang recht OP, mittlerweile, wenn es genervt ist, nicht mehr. Und dann kannst du auch mit Astora-Schwert oder der dunklen Axt spielen, die hier aus der ersten Mimic bekommst. Das nimmt sich dann nicht mehr allzu viel. Und dafür dann eine komplette Questline mit Anri und so direkt am Anfang opfern, na, ich weiß es nicht. Das ist dann relativ sinnfrei. Mit der R-Taste kannst du die Batterie wechseln. War es nicht E? Danke, es war nicht E. Es war R. Dankeschön. Dankeschön. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich dachte, es wäre E, aber es ist R. Danke nochmal für den Hinweis. Umball. Dankeschön. Ja, ich wusste, wie ich sie wechseln kann bei den Segleiter und in den Booten. Dass ich die davon wechseln kann, ist ein geiler Hinweis. Das sagt das Spiel nämlich nirgendwo an keiner Stelle. Dankeschön. Genau, Sprachstörung habe ich auch, wie der Mopedbot es sagt, weil ich tatsächlich auch schon etwas länger nicht mehr gestreamt habe. Und dann ist man direkt wieder out of form. So, dann haben wir das. Wir schnappen uns direkt auch nochmal ein Medipack. Dann haben wir das nämlich auch. Das Medipack ist hier. Ach komm, wir nehmen hier ein neues. Schnappen uns dann auch. Sind dann auch wieder voll. So, Plastahlbarren brauchten wir zwei. Dann bauen wir doch mal dann direkt zwei Plastahlbarren. Ein. Zwei. Zocknaff, sei gegrüßt. Genau, jetzt brauchen wir noch zweimal Lithium für zwei Plaststahlbarren. Lithium, Lithium, Lithium hatten wir doch irgendwo. Lithium, wie sieht denn Lithium aus? Da war Kracherpulver und Gold und ein Kabelsatz. Da war das, Diamant, Salz. Da ist kein Lithium. Da ist erst recht kein Lithium drin. Magnetit. Auch nichts Spannendes drin. Habe ich kein Lithium? Wir hatten noch Lithium gefunden, verflucht. Oder habe ich das alles ausgegeben? Wie sieht denn Lithium nochmal aus? Blei, Kupfer, Gold, Kracherpulver, Diamant, Aluminiumoxid, eine Batterie? Ich habe kein Lithium mehr.
wir hatten echt kein Lithium? Es kann doch nicht sein. Wofür haben wir denn das ganze Lithium ausgegeben? Da ist Lithium. Na gut, nicht viel, aber noch ein bisschen. Na, immerhin. Dann brauche ich erstmal zwei für Plastalbarren. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall auf lange Sicht auch nochmal einen Vorrat an Lithium. Plastalbarren, Plastalbarren. Gut, das war das. Dann brauchten wir... Erstmal kurz den Chat lesen. Basti, spiel selber, lass dich nicht spoilern, mein Lieber. Danke fürs Reinschauen. Eventuell bis morgen oder Mittwoch bei Inside. Komplett neues Spiel von den Machern von Limbo. Und Cabby, dir auch. Danke fürs Reinschauen. Schönen Abend dir. So, Seemotten-Upgrades. Da brauchten wir jetzt den druckkristallines Aluminiumoxid und ein Computership. Der Computership brauchte, ich kann mir das immer nicht merken, der Computership brauchte Tischkorallenprobe, Silbererz und Quarz. Also ein Silber, ein Quarz, eine Tischkoralle, Silber und Quarz, Silber und Quarz. Ja, davon brauchen wir auch eins. Silber und Quarz habe ich hier nicht. Habe ich hier nicht. Silber und Quecksilber. Wo ich das her habe, weiß ich immer noch nicht. Quarz habe ich nicht. Oh, ich muss hier dringend irgendwann mal die Schränke aufräumen. Das geht so gar nicht. Das geht echt null. Ist einfach nur noch Chaos. Hier liegt alles verschiedene in den gleichen Dingern. Also ich brauche Quarz und Tischkorallenprobe. Hm, kriegen wir hin. Tischkorallenprobe war hier vorne. Kurti, sei gegrüßt. Wo ist der Greenscreen hin? Ja, noch nicht wieder geschafft aufzubauen nach dem Umbauen. Deswegen heute mal ohne. Na komm schon. So, das war das. Dann packen wir das wieder auf die 3. Und suchen noch ein bisschen Quarz. Dankeschön, Kavi. Dir einen schönen Abend. Nee, wir hatten nicht geschafft. Deswegen heute mal ein bisschen anders mit, ja, tatsächlich anderem Setup. Weil sonst hätte ich, im schlimmsten Fall hätte der Stream ausfallen müssen, weil ich es nicht mehr hingekriegt hätte. Aber da hatte ich auch keine Lust zu. Wie hatte ich ja schon so viele ausgefallen in letzter Zeit. Ich muss sagen, so ist auch schön. Ach, Kurti, du Guter. Wobei, ich muss dich jetzt die Frage stellen, wo gar nicht gefragt werden willst, Kurti. Wann spielst du denn DS weiter? Oder bist du jetzt erstmal so salty, dass du keinen Bock mehr hast? Ja, das kommt immer mal vor. Ja, lass dich davon nicht verrückt machen. Salt gehört dazu. Leider. Und Hasi kommt rein und ihr seht's nicht. Oh Gott, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ja, Schilder über den Schränken, Levantus, ja. Das Problem ist, dass im Moment in allen Schränken alles das gleiche ist und durcheinander. Ich müsste die mal sortieren. Ich hatte noch keine Zeit dafür. Ich packe da immer nur irgendwann rein. Und ja, keine Ahnung. Ich muss das wirklich mal machen. Die Optik passt aber super ins U-Boot-Feeling. Ja, eventuell kann ich hier so ein Bullauge noch drum machen, Raggi. Dann gucke ich auch so ein Bullauge. Ja, spätestens, ich habe es ja getwittert. Der eine oder andere wird es vielleicht als Tweet gesehen haben. Bioshock Collection ist jetzt tatsächlich angekündigt für Anfang, Mitte September alle drei Teile, also Bioshock 1, 2 und Infinite, remastered für den PC und für PlayStation 4 und Xbox One. Ich werde es dann von der PS4 streamen, wenn es denn dann draußen ist, alle drei Teile hintereinander Bioshock im September. Wir hoffen mal, dass da im Moment nichts gerade Aktuelles ist. Ich hab das Gefühl, ich bewege mich wie eine Schnecke. Deswegen möchte ich mal ein bisschen schneller sein. Ich brauche nämlich Quarz. Und finde keins. Ja, das ist ja super, dass ich hier kein Quarz finde. In einem quarzlosen Land. Biom kaputt. Ah, da kommen wir das noch mit. Wenn wir hier schon hier sind. Sag mal, habe ich einen Knick in der Pupille oder gibt es hier keinen Quarz? Der Biom hat nicht geladen. Ich wette mit euch. Das
Salz. Salz brauche ich nicht. Sean O'Connell! Dr. Souls ist auch mal wieder dabei. Sei gegrüßt, Dr. Souls. Und ich sage vielen lieben Dank für wahnsinnige 15 Monate, mein lieber verrückter Dr. Souls. Ich sage vielen lieben Dank für die Unterstützung. Ich hoffe, du bleibst uns erhalten. Hast weiter hier auch Spaß am Non-Souls-Content. Man weiß ja nicht, wann das nächste Souls kommt. Ich hoffe bald. Irgendwas. Oder irgendwas ähnliches. Hab Spaß mit Emotes und allem anderen. Macht Herzen für den lieben Sean, der schon 15 Monate dabei ist von Anfang an. Du Verrückter. Dankeschön, mein Guter. Oh Mann. So lange. So lange. 15 Monate. So lange machen wir das hier schon. Das ist ja unglaublich, ey. Unglaublich. Ein Quarz gefunden. Hurra. Ja, und jetzt hier Herzen. Nicht hier im Chat rumschillen. Einfach mal Herzen machen. Go, go. Mein Inventar ist voll. Ich kann nur noch Quarz mitnehmen und keinen Metal Salvage mehr. Ach, verdammt. Hier ist noch Quarz. Ja, nehmen wir mal noch einen Quarz mit. Wie viel Quarz können wir noch? Noch zwei. Hast du schon Bekanntschaft mit einem Reaper gemacht? Ja, in Overwatch. Mag ich nicht besonders, weil meistens spiele ich auch Tank oder Heiler und der Reaper nimmt mich immer auseinander. Also Reaper ist echt ein... Schar. Ansonsten, falls du hier im Spiel meinst, ich habe keine Ahnung, was ein Reaper ist. Ich habe die Wikis nicht gelesen. Ich kenne die offiziellen Namen nicht. Deswegen sagt mir da gerade gar nichts. Sorry, Levantus. Da kann ich halt nicht viel zu sagen, was hier ein Reaper ist. Weil, don't know. Ich kenne die ganzen offiziellen Bezeichnungen nicht, weil keine Wiki geguckt und so. Schon gut, braucht keine Herzen. Ach, Sean, jeder braucht Herzen. Jeder braucht auch Herzen. Tut doch gut. Und wegpacken. Dann können wir das Ding nämlich hier laden. Ladi, ladi, ladi. Und zwar da. Dann können wir den nämlich hier reinpacken. Die können wir mitnehmen. Perfekt, dann bauen wir uns erstmal noch ein bisschen Titan. Eine Riesenschlange. Mich hat irgendein Vieh direkt neben der Aurora, rechts von der Aurora, gepackt und durchgeschüttelt. Meine kleine Seemotte und auch richtig Hüllenschaden gemacht. Das tat gut weh. Davon ab? Nein. Ich wollte ein Computership bauen, ne? So. Das war der Computership. Das heißt, ich müsste alles haben. Na, da fehlt mir dieses Ding. Zyklopendruckkompensator. Ja, da bin ich mal gespannt, wie wir den finden. Da fehlt mir irgendwie nämlich was. Den finde ich nämlich nicht. So, Druckkompensator. Ach ja, den habe ich natürlich jetzt nicht im Inventar. Weil ich den hier reingepackt habe. Und dann bauen wir uns den Stufe 2. Stufe 2. So, was brauchen wir für Stufe 3? Drei Plastahlbarren, unkristallines Aluminiumoxid und Computership. Das heißt, wir brauchen drei Plastahlbarren, bräuchten dementsprechend drei Lithium und 30 Titanit. 3 Lithium. Ja, hätten wir. Das heißt, den könnten wir auch noch bauen. Ja, dann machen wir das doch. Sammeln wir als nächstes weiter Titanit, bauen uns direkt weiter Barren. Drei Stück. Ein Barren. Zwei Barren. Und dann fehlt uns noch ein bisschen was für den dritten Barren. Ich brauche mal eben ein bisschen Wasser und Essen. Da hatten wir noch was eingebunkert. Das muss ich irgendwann relativ alsbaldig zügig irgendwann sortieren. Sonst gucken wir nämlich immer hier rein. Gib mir mal ein Wasser, gib mir mal einen Fisch. Dann essen wir mal ganz kurz den Fisch. Und trinken das Wasser hinterher und sind voll. Und können uns noch Titanit besorgen. U-Boot. Da ist U-Boot. Und wieso wiegt die 6,3 Kilogramm? Die Collector's Edition von Overwatch. Weil das ein riesiger, ziemlich dick verarbeiteter Karton ist. Also, ja, ihr seht jetzt quasi nichts.
Ich werde davon auch nochmal Fotos machen und da eine riesig halb... Statue und alles mögliche. Alter Schwede. Also richtig viel drin, richtig schwer. Und Legend D-Player! Auch schon 14 Monate. Wollte nochmal reinschauen und wie läuft's so? Perfekt. Muss mich erst an neue Setup gewöhnen. Neue Sitzposition, neue Streamposition, alles neu. Legend D-Player ist alt, der ist schon 14 Monate dabei. Bleib uns erhalten, Mann. Unglaublich, so lange. Hab weiterhin Spaß mit Emotes. Dankeschön, dass ihr mich unterstützt, genauso wie Sean. Für so lange. Dankeschön, ihr zwei. Und auch Herzen für dich, mein Guter. Oh Mann, ihr seid verrückt. Oh Mann, und Regalo auch und alle. Ach, warte mal, ich hab doch hier sogar noch was drin. Das reicht ja sogar vielleicht schon fast. Dann können wir nämlich hier weiter erstmal Titan machen. Zwei. Drei. Ich mag die Emotes, auch Legend. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Wobei ich schon überlegt habe, ich weiß noch nicht, wie ich es machen soll, ob ich halt manche Emotes nochmal überarbeiten soll und stattdessen andere nehmen soll. Denn tatsächlich, so ein Hai-Emote wäre geil, also nicht ein Wasserhai mit AI, sondern einfach nur ein Hai. Oder ein Hype-Emote. Dafür müsste ich allerdings dann zwei andere natürlich löschen, weil im Moment sind wir halt noch ein bisschen entfernt von zwei weiteren Emotes. Die nächsten gibt es halt bei 250. Da sind wir halt noch ein Stückchen von entfernt, deswegen wäre im Moment die einzige Möglichkeit, tatsächlich bestehende Emotes zu löschen. Aber da wäre dann die Frage, welche, weil der eine findet das wieder gut, der andere findet das wieder gut. Das ist dann halt auch schwierig. Wobei Ideen hätte ich schon, aber die Frage ist, was sollte man dafür löschen? Das ist halt immer so schwierig. So, das war das Wasser. Tanninger. Komm gut ins Bett, mein Lieber. Bis morgen. Katzen-Emotes laufen immer gut. Ja, aber ich bin eher ein Hund und keine Katze. Mit Katzen kann ich leider gar nichts anfangen. Deswegen Katzen eher nein. Das heißt, wir brauchen 3 Lithium. Weil ich von Katzen halt so überhaupt nicht begeistert bin. Bin halt eher so der Hunde-Fan. So, Flaschleibern, einmal. Würde mich freuen, eventuell ein Emote zu Overwatch. Ja, aber dafür spiele ich so wenig, Legend. Dafür spiele ich so wenig. Wie gesagt, keiner kennt mich hier auf Twitch für Overwatch. Das ist, eher nein. Wieso? Ich habe vergessen, noch einen Barren zu bauen. Wie viel fehlt mir denn? Ich habe falsch geklickt. Habe ich jetzt falsch geklickt oder einen zu viel gebaut? Ich weiß es nicht. Warte, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich habe, nein, okay. Habe mich nur einmal verklickt. Dementsprechend bauen wir hier noch den dritten Plaschreiber an. Hier bleibt alles so, wie es ist, du Oberzecke! Veränderung sind grundsätzlich böse. Hier wird nie was verändert. Alles muss, in 20 Jahren muss das immer noch gleich aussehen. Alter Schwede. Aber es ist so, der Mensch fürchtet Veränderung. Eventuell nehme ich das mal ganz kurz mit und verändere mal mein Layout. Hier kann ich die Zähne reinbauen, das kriege ich hin. So, dann kann ich nämlich hier ganz kurz mal reinsortieren. Dann haben wir hier nämlich Kupfer, dann kann ich das Kupfererz da hinpacken. Hier haben wir ein Blei. Hatte ich nicht noch ein Blei? Nein, Blei habe ich nicht, aber Kracherpulver. Und Gold. Dann haben wir das nämlich hier drin. Dann ist das nämlich eins. Hier ist das letzte Silbererz drin. Die packe ich da rein. Dann haben wir Titanit. Den Barren will ich behalten. Das sieht gut aus. Dann haben wir hier noch ein Quecksilber, das kann rein, davon haben wir... Ich weiß nicht, wo ich das Quecksilber her habe. Das packe ich mal nicht da rein, weil ich nicht weiß, wo es her ist. Dann packen wir hier... Diamanten rein, 1, 2, 3. Achso, das war Quarz. Das brauche ich noch vielleicht, der Diamant kommt da rein. Gut, das sieht doch jetzt schon ein bisschen aufgeräumter aus, wa? Dann ist das nämlich nicht mehr so ganz wild durch die Gegend. Hier ist das und das. Mhm, das passt. Und hier waren die Zähne. Wo habe ich denn jetzt schon wieder das Quecksilber hingetan? Alter! Dieses Quecksilber macht mich fertig. Da ist Quecksilber. Das packe ich hier hin, weil ich das
nicht weiß, wo ich es herbekomme. Gut, das heißt, wir brauchen wieder eine Tischkoralle. Ein kristallines Aluminiumoxid und ein Computership. Computership ist Silber, Quarz und Silber, Quarz habe ich. Also kommen hier zwei Quarz rein. Dann brauche ich nämlich nur eins und ein Silber. Ein Silber und dann bin ich auch gleich wieder bei euch. Ich suche gerade das Silber. Was ich wieder nicht finde. Ach, ich bin ja so ein guter, Da ist ein Silber und zwei Tischkorallen. Die muss ich mir wieder schnappen. Raginator. Genau, das GG und das You Died. Beide, muss ich sagen, die Idee hinter beiden Emotes finde ich cool. Vom You Died und vom GG. Das Problem ist einfach, sie sind zu klein. Du erkennst es nicht wirklich gut. Und die beiden hätte ich dann auch über... Das wären die, wo ich gesagt hätte, da können wir mal drüber sprechen, ob man die ersetzen sollte für ein High oder ein Hype-Emote oder sowas. Genau. Das wäre so meine Idee gewesen. Was suche ich? Ich suche Korallen, ne? Tischkorallen. Wobei, ich fahre jetzt mal ein Stückchen weiter. Eins. Komm mit. Zwei. Drei. Wo ist sie hin? Da. Vier. Fünf. Haben wir noch eine? Wenn eine gerade Zahl. Ach ja, da drüben. Dann nehmen wir die noch mit. Fünf. Dann haben wir sechs. Können vier Stück lagern. Haben wir schon mal zwei für zwei Chipse. Ist das Ding jetzt eigentlich vollgeladen? Ja, ist es. Perfekt. Jupp, einfach ein bisschen klein. Ja, das ist es. Wie gesagt, wenn du dir das Ganze auf Twitch-Emotes anguckst, in der größeren Auflösung sehen die Dinger cool aus. Aber wie gesagt, in der kleinen Auflösung kommen die leider gar nicht zur Geltung. Und viele, die nicht wissen, was die Emotes bedeuten, erkennen halt gar nichts da drin. Kann ich halt schon verstehen. So, dann brauche ich noch einen so ein Silizium. Ne, erstmal brauche ich einen Computership. Den bauen wir mal eben. Legend, dir auch einen schönen Abend. Yassi, bitte nochmal ins WhatsApp. Yassi, bitte. Ja, habe ich ausgerichtet. Dann brauchen wir nochmal hier dieses komische... Ne, da ist es nicht drin. Wie hieß denn das Metall, was wir brauchen? Dieses Quantum-Erz. Ein Quantum Erz. Das hier. Dankeschön. Dann Stufe 3. Jetzt ist die Frage, bei all der ganzen Verdichtung, ob ich davon mehrere einbauen kann. Das werden wir gleich rausfinden. Da haben wir noch ein Salz. Dann packen wir uns erstmal einen Fisch ins Inventar und ein Wasser. Packen hier die vier Kristallproben rein. Korallenproben meine ich. Das sieht gut aus. Dann essen wir ein MZE. Danke für den Host, Matze. Oh Mann, immer noch die falsche Kameraposition. Dankeschön und willkommen an deine Zuschauer. Hast du heute gestreamt? Gar nicht gesehen. Apfelmus-Junkie, sei gegrüßt. Und Micha auch. Oh, unser Bioreaktor ist offline. Das heißt, wir müssen mal ganz kurz hier ein paar Fische reintreten. Schnappen wir uns mal welche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann haben wir drei Stück für Wasser und drei Stück für den Reaktor. Stranded Deep. Alter, du Schuft, das habe ich mir auch geholt. Du Schuft. Das wollte ich nämlich auch mal angucken. Das hat mich nämlich auch angesprochen. Da waren einige Spiele jetzt im Sale, die ich dann doch noch geholt habe. So, Behälter wechseln, rechte Maus. Das ist 1, 2, 3. Drei Stück können wir mal eben zu Wasser verarbeiten. Schwupp. 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 Dann haben wir nämlich nochmal drei Fläschchen. Gut, dann haben wir nämlich hier auch nochmal ein bisschen Wasser für to go. Und auch noch ein Lebenspack. Na geil.
Gut, gucken wir uns jetzt mal an, ob wir das eingebaut bekommen. Weil man sonst schnell über das WLAN-Kabel fällt. Oh mein Gott. Ja, ich muss auch mal neues... Tja, wenn man die Motte nicht da parkt, wo man sie eigentlich parkt, dann parkt man sie natürlich vor der Haustür und nicht hinten. Ich bin auch dumm. Hab die Motte natürlich vorm Eingang geparkt. Alter Schwede. Da. Welcome aboard, Captain. Ach nee, ich wollte ja gar nicht einsteigen. Ich wollte... Da wollte ich gar nichts. Da wollte ich hin. Nein! Bleib stehen! Wenn das jetzt durch die Welt glitscht. Wenn das durch die Welt glitscht, habe ich ein Problem. Weil das war teuer. Das war teuer. Das wäre teuer gewesen. Aua, ich habe mein Schiff gerammt. So. Wie baue ich das ein? 900 Meter! Oh, das ist ein Metagasmus. 900 Meter können wir jetzt mit dem Moped tauchen. Holy fucking moly. Ja, und wir packen mal Zeug rein. Das heißt, wir machen mal die Motte klar. Packen rein ein Medikit. Eine volle Batterie. Das Schweißgerät. Um es zu reparieren. Die kleinen Wasserflaschen brauchen wir eigentlich nicht. Wir nehmen dann mal zwei große und zwei Fische. Alter Schwede, 900 Meter ist ja richtig dick. Das ist richtig dick. Das ist richtig dick. So, wir packen rein. Zwei große Wasserflaschen und zwei Fische. Noch ein Pack. Wobei, wir könnten eigentlich die Nährungsblocks nehmen. Dann nehmen wir die Nährungsblocks. Dann nehmen wir noch eine Batterie mit. Nehmen mit den Strahlenschutzhelm. Und ich weiß nicht, ob ich die Flossen mitnehmen will. Ich glaube nein, aber die Batterien können wir mitnehmen. 1, 2, 3, 4. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, dann packen wir das Moped mal eben voll. Jetzt wird spannend. Auf jeden Fall, Zebulon. Ich glaube nur, dass wir jetzt tatsächlich irgendwas brauchen, was Licht macht. Das heißt, wir müssen uns gleich noch ein Laserschwert bauen. So, wir packen rein unsere Batterien. 1, 2, 3, 4. Nein, eine möchte ich im Inventar behalten. Wir packen einen zweiten Erste-Hilfe-Koffer rein. Wir packen die Nährstoffblocks rein und zwei Flaschen gutes Wasser. Das heißt, wir haben eine Menge Batterien, ein Reparaturding, was zu essen, Leben, Wasser, plus das, was wir eh immer mitnehmen. Das heißt, wir sind an einer guten, gut besetzt mit der Seemotte. Das heißt, da gehen uns die Klamotten so schnell nicht aus. So, das ist schon mal die gute Nachricht. Das heißt, wir können jetzt nochmal gucken, ob wir... das Ding ist voll. Perfekt. Dann können wir die Batterie mitnehmen. Schwupp. So, wir können nämlich bauen. Ein Lichtschwert. Die Frage ist, was brauchen wir für das Lichtschwert? Das würde ich nochmal ganz gerne mitnehmen. Persönlich... Und dann gucken wir mal, wo habe ich denn was zu trinken? Da. Und was ist der erste Eindruck, Matze, von Stranded Deep? Wie gesagt, ich habe es einfach mal mitgenommen, so wie viele andere Klamotten und bin gespannt. Wie gesagt, wir werden es dann irgendwann vielleicht, ne, streamen und so einfach mal angucken und dann mal schauen. Uns fehlt... Aufstellbare, batteriebetriebene Lichtquelle. Weil die Frage ist, ob ich nicht einfach eine Taschenlampe nehme. Batteriebetriebene Unterwasserlichtquelle. Ich glaube, das ist fast besser als dieser Lichtstab. Das heißt, da braucht man nämlich nur eine Batterie und Glas. Glas habe ich aber nicht mehr, ne? Das heißt, ich sollte eventuell Glas nehmen. Kein Glas mehr, weil ich schon wieder kein Quarz habe. Ich habe nur Titan. Aber doch da. Da kann ich ein Glas draus bauen. Das ist auch schon mal super. Dann bauen wir erstmal ein Glas. Ressourcen. Ein Glas bitte. Warum so ein rundes Bild von Markus?
Was, Matze? Warum so ein rundes Bild von Markus? Keine Ahnung, was Matze meint. So. Nein, das wollte ich nicht bauen. Persönliches. Aufstellbare batteriebetriebene Lichtquelle. Batterie und Glas und das braucht noch einen... ich weiß es nicht. WB Yosuka. Der Lichtstab ist besser. iPhone runtergefallen, kleiner Sprung im Bildschirm. Apple halt. Und das ist immer scheiße teuer zu reparieren. Ich teste es einfach mal. Die Frage ist, ob ich den halt nutzen kann. Na, ich kann ihn benutzen. Und ob ich ihn dann laden kann. Ach, der liegt schon auf A3. Perfekt. Ich bin Jedi-Meister. Alter, das Ding ist aber ganz schön hell. Ja, okay. Das ist verdammt hell. Na gut, das Ding ist schon mal nicht schlecht. Gut, dann haben wir schon mal, um was zu sehen unter Wasser. Die Frage ist, was braucht man noch? Gute Frage, nächste Frage. Wir können noch bauen. Ein Thermometer oder ein Kompass? Na, das brauchen wir erstmal nicht. Dann haben wir noch ein Schweißgerät, die Taschenlampe, eine Tauchleine, Luftblase, Leuchtfackel, Konstruktionswerkzeug, Stasegewehr, Terraformer, erschwingliche Geländetransformation oder Schubkanone oder Lichtstab. Gut, hier können wir jetzt erstmal nichts bauen. Die Frage ist... Sunbrow! Weiter so, Bro. Aber das wurde leider nicht angezeigt. Also nicht im Stream, aber ich sehe es hier. Sunbro. Danke für die Unterstützung und für 7 Monate, mein Guter. Ich hoffe, du bleibst uns weiter erhalten. Im Club, hast Spaß mit Emotes, allem drum und dran und den Spielen. Herzen für dich und ich sage vielen lieben Dank für die Unterstützung. Die hilft ungemein in der Form. Dankeschön. Und Yassi, komm gut ins Bett. Du willst immer so eine Sonarboje mitnehmen. Ja, erstmal nicht. Erstmal nicht. Erstmal nicht. Erstmal nicht. Irgendwann vielleicht. Warum abgerundete Kanten deines Bildes? Ja, weil es fesch aussieht. Alles andere wäre ja billig. Dann hätte da noch mehr Hintergrund von sinnlos. Weil halt Greenscreen ausgefallen ist. Den muss ich erst wieder aufladen. Das Akku vom Greenscreen war leer. Verstehst du? Das ging nicht, weil ich gerade mitten im Umbau bin. Deswegen ist alles heute ein bisschen anders. Ich muss mich an die neue Kameraposition gewöhnen und nicht mehr dahin gucken, sondern dahin. Also wird alles ein bisschen neu. Vorsicht, Gegenverkehr! Das! Danke für den Host und willkommen an deine Zuschauer. Dankeschön. Der Stab ist besser als die Taschenlampe, ist einfache Deduktion. Aber Markus hätte bestimmt gefragt. Nee, tatsächlich, Vanrix gefragt hätte ich nicht. Ich hätte im Zweifel beides gebaut. Weil, ich sag mal, es waren jetzt ja nicht so die Materialien, wo man sagt, die sind so teuer, dass ich aus dem Fenster springe. Von daher hätte ich wahrscheinlich gefragt. Nicht gefragt, aber ist ja auch nicht schlimm. Ja, mein Gott, bei solchen Kleinigkeiten. Lass die Kirche im Dorf. Ja, es soll nicht gespoilert werden, dass ich nicht jede Mechanik instant erklärt bekomme. Wenn es mal vorkommt, ist nicht super schlimm. Ich sehe halt nicht ganz so eng, aber übertreibt es halt auch bitte einfach nicht. Sonst, wenn man nämlich klein anfängt, viele schlagen dann über die Stränge und sagen, mach, bau, dann kommst du 38.000 Meter, weil so tief ist das Spiel und in 38.000 Meter ist der I-Win-Button, da haust du drauf und dann kommt der Endscreen. Ne, weißt du, wenn du irgendwo anfängst, dann ziehen andere nach und denken, hier ist Spoiler-Freizone und deswegen eher nein, bitte nicht. Bitte nicht! Wie bei so kleinen Sachen, klar, reißt euch niemand den Kopf ab. Na, da sei gegrüßt. So, das Ding läuft noch. Perfekt. Wie viel haben wir hier noch? Die sind noch am Rödeln.
Wir haben was zu essen. Wir haben das. Ja, ich würde sagen... Nee, ich würde sagen nee. Ich sag nee, weil... Ich brauche noch Powerzellen. Oder einen Powerzellen-Charger. Die Frage ist, brauche ich hier einen Powerzellen-Charger? Eigentlich nicht, ne? Muss mal ganz kurz was gucken. Ich will mal was ausprobieren. Alles gut. Und bei dir? Alles gut? Na das, alles gut? Kann ich nicht abbauen? Schade, ich hätte gedacht, dass ich den abbauen kann. Schade, weil die Dinger sind hier oben ja quasi tot. Ich hätte mich jetzt... Hier spricht zweiter Offizier Keen. Die Sendung geht an alle Überlebenden der Besatzung der Aurora. Captain Hollister ist tot. Ich habe das Kommando übernommen. Der Computer hat trockenes Land etwa 750 Meter südlich der Absturzstelle festgestellt. Ihre Befehle sind zusammen zu bleiben, ihre unmittelbare Sicherheit sicherzustellen und sich dann an der beigefügten Treffpunktkoordinaten neu zu formieren. Viel Glück! Ende der Durchsage. 750 Meter südlich der Absturzstelle. Okay. 9 neue biologische Subjekte ausgesucht. Moduswechsel, jagen, analysieren. Teile Standorte der Subjekte mit anderen Agenten. Card Flagget Getrup Flyer. Torflag E. Eintrag. Trankebuch. Kino, danke für den Host. Hier spricht Aurora-Chefin Lafette. Ich übertrage aus Bruchkapsel 7. Wir haben den Aufschlag überlebt, aber die Auftriebsräume haben sich in Versinken, Koordination beigefügt. Werden Reparaturversuchen. Erwarte Verlust des Funkkontaktes, umstatisches Rauschen. Aha, habe ich jetzt neue Koordinaten gekriegt? Keine Ahnung. Rino, danke für den Host, mein Lieber. Ich finde das Game ziemlich geil. Ja, ich bin gespannt, was halt noch kommt. Ich hätte jetzt die Idee, dass ich eventuell die beiden Klamotten hier abbauen kann. Den Fabrikator und, das Dingen hier. Um das Ganze auf dem Zyklopen zu installieren. Aber das funktioniert leider nicht. Schade eigentlich. Rino, sei gegrüßt. ...750 Meter südlich der Absturzstelle. Ja, südlich der Absturzstelle wäre da hinten, also muss da hinten auch noch Land sein. Okay, da waren wir auch noch nicht. Okay, verstehe ich. Ja, wir brauchen... ...noch ein bisschen Zeug. Und zwar brauchen wir einen Fabrikator. Da würde ich mich nämlich, glücklich schätzen, einen Fabrikator zu haben. Wobei, wir gucken erstmal, ob ich tatsächlich auf dem U-Boot fabrizieren kann. Das weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Wo die neuen Koordinaten sein sollen, weiß ich nicht. Davon sehe ich gerade nichts, aber egal. Naja, egal. Werden wir noch rausfinden. So, schauen wir mal. Na rein. Welcome aboard, Captain. So. Na, hier könnten wir auch noch erstmal massig Stuff nachher noch reintreten. Da kann er auch noch so viel rein. Ja, die Frage ist. Achso, der kürzere Weg. Ist, glaube ich, direkt hier hoch. So, kann ich hier was bauen? Ja, kann ich. Also, ich kann hier einen Power Cell Charger bauen für die Klamotten. Die Frage ist, ob das ein Perpetuum Mobile wäre. Oder... Also, wie soll ich die Frage stellen? Also, ich frage mich,
Die Dinger sind voll. Wenn ich jetzt die andere, die nicht voll ist, rausnehme und sie lade, ob ich damit genau nur Energie abziehe, um sie in die volle zu transferieren, oder ob ich Gewinn mache. Das wäre interessant, das müssen wir mal testen. Das müssen wir mal gucken, das müssen wir testen. Dann brauchen wir noch einen Fabrikator. Den baue ich ab aus meiner Basis, den brauchen wir nicht, weil da werden wir eh vollgeladen. Außenbeetkasten, künstliches Pflanzenbett geeignet für den Brauch an Land und unter Wasser. Aha. Das ist auch neu, das wusste ich auch nicht, dass ich das bauen kann. Irgendwie so ein Beetkasten für Blumen. Ja, okay, müssen wir mal schauen. Vielleicht finden wir ja noch Blumen mit Früchten. Kann ich hier irgendwelche Kraftwerke bauen? Ne, die kann ich hier drin nicht bauen. Keine Kraftwerke. Und ein Konstruktionsmoped. Was kostet das denn? Ein Fabrikator. Titan, Kabelsatz, Computership. Das kriegen wir hin. Dann bauen wir hier einen Fabrikator. Einen Kabelsatz habe ich. Der liegt noch im Inventar drüben. Ach ne, hier komme ich nicht raus. Hier muss ich raus. Und hier raus. Und einmal zurück. Gigantinsel informiert. Pause machen. Ja, wir schwimmen einmal zurück. Essen einen Fisch. Und trinken ein Wasser. Und dekonstruieren hinten die Power Charger Klamotte. Ja, pass auf, das machen wir so. Wir fahren mit dem U-Boot dran. Dann können wir das nämlich auch direkt nochmal vorladen. Das lädt sich ja automatisch, wenn wir quasi docken. Dann laden wir das voll. Hier brauchen wir den Power Cell Charger gar nicht. Und dann müssen wir mal gucken, wie sich das ausgeht. So, dann sind wir nämlich hier und machen hier jetzt die Pipi-Pause.